Ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Ja, wie man vielleicht sieht, mittlerweile ein paar Stunden vergangen. Ich nehme mal wieder am Tage auf. Auch schon lange vorgekommen. Ich hoffe auch, ich halte durch, weil am Tage bin ich immer so schnell müde. Na, mal schauen. So. Genau. Wir müssen ja noch in einer Mission drin sein. Genau. Was? Achso, ja. Ja. Man muss aber unten drauf klicken, nicht oben. So. Los. Erstmal schön liebliche Musik machen. So. Und dann machen wir mal los hier. Gott, ich muss mal wieder meine Bildschirme sauber machen. Ich meine, aufgrund dessen, dass sie so hell sind, sehe ich auch jetzt noch alles gut, obwohl draußen Sonne reinstrahlt, ne? Also selbst die Umrisse der Bäume kann ich noch erkennen. Aber man sieht gleich natürlich auch, wie viel Staub auf meinem Bildschirm drauf ist. Holy shit. So, wo waren wir eigentlich? Wir haben 12. Wir haben... Einmal müssen wir noch pennen gehen. Ja, das können wir eigentlich machen, wann wir wollen. Also außer innerhalb der nächsten... Naja. 3-4 Stunden. Okay. Tank haben wir auch noch alles. Sehr gut. Dann können wir einfach fahren. Wie entspannend. Kilometer. Ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt in den nächsten beiden Folgen, also in der und der nächsten Folge schaffen. Wir schaffen ja so immer so ungefähr 400 Kilometer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die anderen Verkehrsteilnehmer warnen. Ich denke, alle Lampen. Ja, doch, sieht gut aus. Partybus. Haben wir eigentlich. Genau. Vorne an der Stoßstange haben wir auch Strobolampen. Stoßstange sag ich schon. Hier am Kühlergrill. Am Kühler. Dings am Unster. Da ist der Partybus. Ah, 4 Uhr lang. Dann müsst ihr denn die gleiche Dämmerung einsetzen, gell? Ist natürlich schon echt übel, jetzt ist so Nacht und dann auch noch so Nebel. Normalerweise kann man ja, glaube ich, weiter gucken. Mit da hinten alles sehr gräulich. Und ich glaube nicht, dass das der Shop auf meinem Bildschirm ist. Überholt er? Ne, überholt er nicht. Der Wohnwagen hier vor mir ist mir ein bisschen zu langsam.
Keine Ahnung, was mit dem los ist. Und schon wird hell. Ach, deswegen fährt der LKW so langsam, weil vor dem auch wieder ein Wohnwagen ist. Was ist los mit diesen Wohnwagenfahrern? Na gut, da vorne kommt eine Mautstelle. So, Telepass. Achso, Telepass ist in der Mitte. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts.
Wieso versucht mich ein LKW zu überholen, wenn ich 80 fahre? Irgendwas läuft hier gerade schief. Ich weiß nicht was, aber du kannst mich mal. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Na, ich glaube, nach dem Job können wir uns auf jeden Fall eine neue Garage holen. Sollte denn finanziell schon fast passen. Aber ich glaube mal, bis wir fertig sind, aber locker so 800.000, also ungefähr 800.000 haben wir mal. Wir bekommen fast 200.000, sind also dann fast eine Mille. Vielleicht sogar mehr als eine Mille. Und das sollte auf jeden Fall gutes Startkapital für die nächste Werkstatt werden. Garage.
es ist doch das hier, wo die Autobahn gebaut. Ah, ja. Die Strecke kenne ich. Die finde ich voll cool. Dann wird's da mal, wenn er jemand selber spielt, mal mit der Free-Camera langfahren. Das ist richtig so ein altes, aufgegebene Autobahn. Glaube ich. Ne, weil die Brücke hier, die ist neu gebaut und neben der Brücke, Tunnel da. Neben Tunnel führt aber die alte Autobahn lang, die halt nicht durch den Tunnel führt. Genau, da hinten ist dann dieser riesige Rastplatz und das ist alles so schön baustellenmäßig gehalten, was ich halt besonders mag, so, ne? Ich liebe halt so die Ästhetik von Baustellen. Und das ist ja... sehr schön gemacht. Und hier führt die Autobahn jetzt wieder zurück. Die alte Autobahn. Thank you.
Merkst du schon? Das ist nicht gut. Oh. Ah, müssen wir warten, mal bald noch Rastplatz wieder finden. Aber erstmal machen wir für die Folge Feierabend. Und daher bis zur nächsten Folge.